Automatisierung statt Sehnscheidenentzündung. Was ganz grob sich dahinter versteckt, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Noch ganz kurz, was gibt's Neues von Inbits? Inbits ist keine Einmannbude mehr. Inbits ist seit Oktober eine Zweimannfirma. Ich habe also noch jemanden gefunden, der sich mit AdWords auskennt, der Marco, der hier auch mit rumläuft. Und wir machen seit Oktober gemeinsame Sache. Von mir gibt's nicht viel Neues, außer dass meine Kinder ein bisschen gewachsen sind. Ansonsten sind meine Hobbys und ich noch der gleiche. Was will ich jetzt erzählen? Ein bisschen was über Excel-Makros, Grundlagen und Beispiele. Ich will also, sag ich mal, jeden ein bisschen instruieren, der sich, wie ich auch, Jahre seines Lebens um Makros herum gedrückt hat und mal zeigen, dass es doch gar nicht so schlimm ist und ganz einfach ist, wie man sich damit den Tag erleichtern kann. Und im zweiten großen Block, den ich Reporting für SEA-Junkies genannt habe, will ich mal zeigen, wie man mit AdWords Scripts, AWQL, mit Google Docs, mit Apps Scripts und mit Google Sites uns so Daten aus verschiedensten Quellen zusammenholen und in ein kleines, feines Reporting gießen, was aber jetzt nicht nur für Reporting-Fälle anwendbar ist, sondern für alle möglichen anderen Dinge. Ja, eine kleine Bitte, falls es jeder, der es nicht unbedingt braucht, bitte geht aus dem WLAN raus, macht euren Datennetzmodus aus. Das WLAN ist sehr schwach und ich habe viele Live-Beispiele. Wäre schade, wenn dann irgendwas nicht klappt oder zusammenbricht. Dankeschön. So, Makros in Excel. Makros in Excel sind im Prinzip Abläufe einfacher Art, die mir mehrere Klicks sparen, oder komplexerer Art, also komplexe Programme, die ich in Excel direkt laufen lassen kann. Und das Ganze will ich nicht so theoretisch machen. Wir fangen also gleich mit einem hübschen Beispiel an. Und ein Beispiel, was ich jeden Tag eigentlich brauche, ist etwas wie Werte einfügen. Also Problem oder Herausforderung ist, ich habe hier eine Formel in meinem Excel drin. Ich möchte die irgendwohin kopieren, aber ich möchte nicht die Formel kopieren, sondern ich möchte eigentlich die Werte haben. Kann ich machen mit drei Klicks, kann ich aber auch machen mit einem kleinen Makro. Und das wollen wir jetzt mal einfach aufzeichnen. Und um mit Makros überhaupt anzufangen, sollten wir uns erstmal die Entwickler-Registrierkarte reinholen ins Excel. Das geht unter den Excel-Optionen. Dann haben wir hier also eine neue große Schaltfläche mit so ein paar kleinen Buttons zu Makros. So, jetzt kopiere ich mir hier also was, gehe mal in irgendeine Zelle, dann sage ich dem System, er soll mal Werte einfügen, also sprich einen Namen. Ich gebe dem Ganzen auch einen Shortcut, STRG-W ist bei mir immer relativ häufig drin, und ich sage dem Excel hier noch, ob es dieses Makro in der persönlichen Arbeitsmappe, dann ist es immer für auf diesem Rechner für alle Excel-Tabellen verfügbar, oder nur ganz konkret in dieser Arbeitsmappe anlegen soll. So, jetzt bin ich hier im Aufzeichnungsmodus. Ich habe schon was per STRG C kopiert. Mache ich rechte Maustaste, Inhalte einfügen, Werte OK. Jetzt drücke ich hier auf Aufzeichnung beenden und jetzt habe ich auf meiner Taste STRG W die Funktionalität Werte einfügen und spare mir viele, viele Klicks jeden Tag. Geht gleich weiter mit einem Beispiel, was ich auch jeden Tag x-mal mache, ist es, Autofilter zu setzen. Und hier wollen wir das Ganze so machen, dass er den Autofilter da setzt, wo ich auch gerade bin in der Zeile. Dafür gibt es hier eine kleine Funktion, die heißt relative Aufzeichnung. Wenn ich ein Makro mit relativer Aufzeichnung aufzeichne, heißt das, es bezieht sich genau auf die Zelle, in der ich mich gerade befinde und nicht absolut auf irgendeine Zelle. So, und wenn wir jetzt wieder auf Makros aufzeichnen gehen, nennen wir Autofilter, wir setzen das Ganze auf Shift-A als Shortcut, markieren die Zeile, halt stopp, ne, ist schon doch, setzen einen Autofilter, beenden die Aufzeichnung, und immer wenn ich jetzt Shift-STRG-A drücke, dann macht er mir entweder einen Autofilter weg oder einen Autofilter hinzu in der Zeile, in der ich mich gerade befinde. Gleich weiter mit einem Beispiel. Zahlen, Texte formatieren. Ich arbeite extrem gerne im AdWords-Editor und filtere mir hier irgendwelche Daten zusammen, kopiere die und dann gehe ich in Excel
und füge die hier ein, um damit weiterzuarbeiten. Und was passiert? Ich habe hier irgendwelche Datumsfelder. Ist doof, müsste ich aus dem Text formatieren. Dann habe ich wiederum keine Zahlen, muss ich das wieder in Zahlen umformatieren. Nervt, aber kann man ganz einfach von einem Makro machen lassen. Und das habe ich schon mal kurz vorbereitet hier. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Das heißt, wir wollen das einfach mal schrittweise uns anschauen und ausführen. Ich gehe jetzt mal in diesen Makro oder Visual Basic, VBA, Editor. Keine Angst, das sieht jetzt ein bisschen Entwickler und ein bisschen technisch aus, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Ist im Prinzip auch nur aufgezeichnet und das, was das Excel sich von meinen Schritten gemerkt hat. Und wenn wir jetzt hier wieder in unseren Editor gehen, ich kopiere mir also was und gehe jetzt in, Moment, ich mache das Excel und den VBA-Editor auf, Moment, wir machen mal halbe, genau, machen wir es ein bisschen kleiner noch. Mit der Taste F8 kann ich jetzt hier wie in einem Film genau gucken, was er macht. Moment, ich mache das mal auch hier wieder leer. Sekunde, wir brechen es nochmal, oder? Moment, sind wir noch bei? Ja, okay. Also er markiert einfach das gesamte Excel, formatiert es zu Text, dann fügt er einfach meine Werte ein. Wir sehen, da es zu Text formatiert hat, sind es jetzt schon mal keine Datumsfelder mehr, die wir hier haben. Was macht er jetzt? Ich füge mir irgendwo eine 1 ein und markiere wieder alles, kopiere diese 1 und multipliziere einfach alle Werte mit 1. Das heißt, aus den Textwerten, die eigentlich Zahlen sind, macht Excel durch diese Multiplikation jetzt Zahlen. Und das Ganze formatiere ich auch noch als Zahl. Dann ist das Ganze zu Ende. Und wenn wir jetzt uns das Ergebnis hier anschauen, dann sehen wir anstelle der komischen Datumsfelder mit Punkt und so weiter, habe ich jetzt hier wirkliche Zahlen, mit denen ich weiterrechnen kann. Wir sehen also, Excel summiert das Ganze hier unten und wir haben wieder eine nervige Aufgabe wegautomatisiert. Du könntest auch einfach das Dezimalkennzeichen in Excel anpassen. Im Editor? Nein, in Excel. Also wenn du quasi englische... Dann habe ich aber wieder mit anderen Systemen Probleme oder mit normalen, mit deutschsprachigen. Zahlen drin sind, aber ganzzahlige Werte bleiben Text. Das heißt, wenn du nur sagst, in der Spalte ändere ich alle Punkte in Komma, dann werden die Zellen umgewandelt, wo die Dezimal Punkt enthielten. Die ganzzahligen Werte bleiben Text. Das heißt, man muss entweder mit 1 multiplizieren oder plus 0 addieren. Wenn du eine Excel-Einstellung quasi den umdrehst. Okay. Du kannst in Excel sagen, dass es tausendmal Grenzzeichen quasi das Komma ist, also quasi das hier. Ja, aber dann hast du wirklich konsequent. Das ist nicht was. Dann hast du dann wieder ein Problem, wenn du mit einem deutschen Format wieder arbeiten willst, wie man es ja meistens macht. Kann man auch mit einem Makro machen, sicher. So. Ja. Bestimmt, also es gibt auch Maus, Makro, ja. Also nochmal hier die Zusammenfassung, was wir eben gemacht haben. In Kürze, ihr müsst das nicht alles mitschreiben. Die Präsentation gibt es zum Download, die Beispiele gibt es zum Download. Also lasst euch bitte inspirieren, lasst euch nehmt die Impulse mit und nicht mitschreiben alles. So, nun kommst du persönlich vorbei. Genau. So, eine Sache, die ja noch draufsteht, Vorsicht. Dinge, die mit Makros ausgeführt werden, sind nicht mit Steuerung Z rückgängig machbar. Also wenn ihr nicht sicher seid, dass das Makro richtig arbeitet, drückt vorher auf Speichern, führt dann aus, weil Steuerung Z funktioniert dann nicht mehr. So, das waren jetzt ganz simple Beispiele, wo immer irgendwelche Handgriffe sich so von der Backe wegarbeiten oder mit Makros abnehmen kann. Wir können das aber noch für viel mehr Sachen verwenden. Wir können in Visual Basic, also mit diesen Makros auch schleifen, entwickeln, wo wirklich Dinge wiederkehrend gemacht werden. Und ich habe hier nur mal so ein paar Ideen an der Wand, die ich schon immer mal machen wollte, wenn ich mal Zeit dafür habe. Dinge wie zum Beispiel Abstand-Mindestgebot zum aktuellen Gebot ermitteln, Fehlauslieferungen checken.
Dubletten analysieren im Konto, Anzeigentexte nach Performance, nach bestimmten Kriterien aussortieren, die Struktur checken, also wie viele Keywords oder Anzeigentexte habe ich pro Anzeigengruppe aktiv, Textlängen checken, sind meine Textzeilen irgendwie groß unterschiedlich, sind meine Titles lang genug, Matchtype, Gebotsabstand, also habe ich Gebote pro Matchtype für den gleichen Begriff entsprechend so gesetzt, dass der exaktere Begriff immer bedient wird und. Also alles Dinge, die wir mit Makros uns von der Hand nicht programmieren, aber im Prinzip wegrekorden können und dann eine schöne komplexe Analyse auf einen Tastendruck im Excel haben. Was können wir noch alles so mit Makros oder mit VBA, mit Visual Basic machen? Wir können Ribbons programmieren, das sind also Schaltflächen, eigene Schaltflächen können wir entwickeln. Wir können über die Windows API ins Filesystem, wir können auf bestimmte Ereignisse wie Tasten, Mausklicks generieren. Und ich habe hier noch eine kleine Literaturempfehlung, sind so über 1000 Anwendungsfälle drin. Ich glaube, allein wenn man da mal das Inhaltsverzeichnis durchblättert, dann findet jeder 10 bis 50 Anwendungsfälle, mit denen er schon Jahre seines Lebens vertrödelt hat und die er mit nicht allzu viel Aufwand zukünftig machen lassen kann. Kleiner Bonus, ist kein Excel-Makro, sondern Tastatur-Makro. Was wir hier sehen, ist eine Gaming-Tastatur. Die habe ich mir mal gekauft, weil sie so schön leuchtet. Dann habe ich gesehen, dass die auch programmierbare Tasten hat. Und da ist so ein kleines Programm dabei. Und da ist doch ein Makro-Manager dabei. Das heißt, hier kann ich Tastenklicks aufzeichnen, kann Verzögerungen zwischen diesen Tastenklicks erfassen. Und wenn ich diese Tastatur jetzt nicht gestern zu Hause vergessen hätte, dann würde ich diese Taste drücken und ihr würdet sehen, dass mein AdWords-Editor sich automatisch aktualisiert, die Daten von gestern runterlädt und ich kann in der Zeit mich an der Kaffeemaschine einstellen oder die Website-Boosting lesen. Ja, genau. Wer sich 500 Mal am Tag ins Konto einloggt und ins Aktiendepot einloggt, kann das auch machen, wenn er da keine Sicherheitsbedenken hat. Gut. Zweiter Teil, Reporting für SEA-Junkies. Was ist das Problem? Eine Herausforderung, die ich jeden Tag habe, ich habe eine lange Liste von Konten, ich habe eine lange Liste von vielen Analytics-Konten, ich habe Kunden, die noch in anderen Systemen wie IntelliAid oder Marin arbeiten. Und dann haben wir auch noch pro Konto, pro Kunde, pro Kampagne verschiedene Ziele, verschiedene Ziel-KPIs. Wir haben verschiedene Zeiträume, die relevant sind. Wir haben verschiedene Reporting-Empfänger. Wir haben neue Kampagnen, die ein besonderes Augenmerk verlangen. Wir haben Top-Performer-Kampagnen, die ich genau im Auge behalten sollte. Wir haben Kampagnen, die segmentiert sind, nach Brand, Non-Brand zum Beispiel. Wir haben Saisonalitäten, die wir im Auge behalten müssen. Also der aktuelle, nicht vorhandene Winter zum Beispiel stellt ja doch einige Dinge auf den Kopf, die wir sonst jedes Jahr und in Google Trends ablesen und voraussagen konnten. Wir haben Tests, die wir im Auge behalten müssen und. So, und wie können wir das Ganze lösen? Eine einfache Lösung, die natürlich keinen Designpreis gewinnt, aber ist ein kleines Dashboard, was ich mir gebaut habe, was ich mir morgens auf dem Smartphone angucke und wo ich innerhalb von einer Minute weiß, womit ich die erste Stunde des Tages verbringen werde, anstelle die erste Stunde des Tages im Büro damit zu verbringen, in fünf Systemen mich durchzuhangeln, durch einzulocken und irgendwelche Dinge zusammenzutragen. So, wie kommen wir da hin? Im Prinzip haben wir vier große Bausteine. Wir haben die AdWords Scripts und AWQL, um AdWords-Daten zu sammeln als Basis. Wir haben Apps, Scripts innerhalb von Google Docs, mit denen wir wiederum auf Analytics zugreifen können. Wir haben die Google Docs selbst als Datenspeicher, als Präsentationsschicht, als Konfigurationsschicht und Google Sites als reine Präsentationsschicht. Erster Baustein, die Scripts und AWQL. Und erstmal AWQL ist die AdWords Query Language, das heißt, wer den Begriff kennt, SQL ist also eine Datenbankabfragesprache und in AdWords gibt es eine Light-Version davon, mit der wir relativ einfach auf Reporting-Daten zugreifen können. Und
Da gehen wir jetzt mal ins Konto rein. Hier habe ich ein kleines Skript vorbereitet. Das heißt, ist es erkennbar? Kann man es lesen oder größer? Und können wir es noch größer machen? Ja, dann sieht man aber. Moment. Gut. Also was macht dieses kleine Skript? Es selektiert mir Keywords, deren First-Page-Bit, deren Max-CPC aus dem Keyword-Performance-Report mit einem Filter, nämlich keine Einblendungen, also Keywords, wo ich eventuell ein First-Page-Bit-Problem habe, für gestern. Und mit diesen zwei Zeilen hier wird das Ganze in ein Google-Spreadsheet mit dem Namen Null Impressions rein kopiert. Ich führe das mal schnell aus. Ich habe hier mein Google Docs Verzeichnis offen. Das ist jetzt im Moment noch bis auf ein Verzeichnis leer. Das sollte sich jetzt in wenigen Sekunden ändern, wenn das Internet mitmacht. Moment, haben wir guten Empfang oder gehen wir dann weiter? Gut, okay. Ja, es macht auf jeden Fall was. Das macht auch was. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir kriegen jetzt hier mit wenigen Zeilen Code einen Report. Und Moment. Wir gehen mal zurück ins Sheet. Okay, ich lasse das. Wir gehen einfach hier rüber. Das Ganze, was ich eben kurz gezeigt habe, das können wir auf verschiedenste Reportarten ja, loslassen. Also wenn man sich die Liste der Reports hier mal in der Google-Hilfe anschaut, da ist vom Search Query Report bis zum Geo Performance Report alles dabei, was das Herz begehrt. Und wenn man nochmal in einen Report konkreter reinschaut, zum Beispiel die Kampagnen-Performance, dann sehen wir hier, dass wir hier unendlich viele Felder, Einstellungen und sonst was selektieren können. Die Links habe ich euch natürlich hier zusammengetragen, auch noch ein paar Sachen vom PPC Hero, die da sehr inspirierend sind. Das Ganze hat auch ein paar Nachteile, die ich jetzt nicht verschweigen möchte. Wir können zum Beispiel mit dieser ABQL nicht Daten gruppieren. Das müssen wir dann nachher noch im Script oder im Google Spreadsheet irgendwo machen. Wir können Spalten nicht miteinander vergleichen. Das heißt, die Abfrage eben hätte ich auch einfach nennen können, gib mir die, wo mein Gebot unter dem Mindestgebot oder First Page Bit ist. Geht im Moment nicht, aber Google arbeitet angeblich daran, das zu ändern. Und noch ein paar Takeaways zu den AdWords Scripts. Die sind ja doch sehr limitiert, was Ausführungszeit oder Zahl der Items, die ich bearbeiten kann. Und um diese Limite zu umgehen, habe ich hier ein paar kleine Tipps zusammengetragen. Der erste ist erstmal zu filtern, also nicht immer alles zu selektieren oder zusammenzutragen, sondern nur das, was wirklich relevant ist. Wir können Kampagnen segmentieren und einzeln mit verschiedenen Scripts ausführen. Wir können Daten in Google Spreadsheets zwischenspeichern oder auch einen Punkt, bis zu dem ich gekommen bin bei einer Ausführung. Oder ich kann zum Beispiel auch, und das zeige ich auch gleich nachher nochmal an einem Beispiel, wir können Berechnungen in ein Google Docs, in ein Google Spreadsheet auslagern, indem wir einfach eine Formel in das Excel, also in das Online Google Excel hereinschreiben und das Online Excel die Berechnung machen lassen, statt es selbst im Script zu machen. Bezüglich der Wartbarkeit, Scripts haben ja den Nachteil, dass sie im Moment nur auf Kontoebene verfügbar sind. Das heißt, ich müsste jedes Skript immer einzeln in ein Konto implementieren. Und es gibt aber auch eine Beta, die MCC-übergreifende Scripts zulässt, ist aber wirklich noch sehr Beta im Moment. Und eine Möglichkeit ist es, ein Skript einfach auf eine externe URL zu legen und dann von verschiedenen Konten aus auf diese externe URL zuzugreifen, es sich reinzuziehen, auszuführen. Und dann mache ich meine Anpassungen nur noch an diesem einen Skript und nicht mehr in 50 Einzelkonten. Zweiter Baustein, die Apps-Scripts. Und zwar, so, jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Ja, das hat sich natürlich jetzt genau da versteckt. Ja, da sehen wir es. Es gibt ein Google Apps-Script. Oder fangen wir erstmal so an. Google Apps Scripts sind im Prinzip Makros, nur nicht in Excel, sondern in der Google-Welt, also im Google
Online Excel in Google Docs. Und es gibt ein schönes, schon vorgefertigtes Beispiel, mit dem wir in Analytics uns Daten herausholen können. Und Moment, ich probiere mal, ob ich hier mit der Verbindung was hinbekomme. Wird ausgeführt. Ja, ich glaube, das hat mit der Connection, die wir hier haben, nicht besonders viel Wert. Ich gehe einfach mal direkt ins Ergebnis rein. Da will ich euch jetzt nicht mit irgendwelchen langen Ausführungen langweilen. Analytics Daten Working. Also folgender Hintergrund, dieses Skript, das sieht jetzt wieder sehr kryptisch aus, weil es wirklich nur auch von einem Entwickler gemacht, wie man sieht. Wir legen in unserem Google Spreadsheet im Prinzip eine Konfiguration an, aus welchem Konto Daten gezogen werden sollen, über welchen Zeitraum, welche Metriken, wonach sie segmentiert und gefiltert werden sollen. Und das Ganze kommt nachher in ein Sheet mit dem Namen Ergebnis, welches ich jetzt nicht sehe hier. Nein, das ist hier nicht. Also entweder ist es verschwunden durch die Fußleiste oder es ist weg. Im Moment habe ich es hier noch in einem anderen drin. Schauen wir mal. Nein, auch da nicht. Okay, nein. Will nicht. Gut, ich lege hier also eine Konfiguration an. Jetzt haben wir es. Und jetzt lädt er wieder. Im Ergebnis kann ich durch Ausführen dieses hier auch versteckten Apps-Scripts mit dem Befehl getData mir meine Daten für bestimmte Zeiträume aus Analytics herausholen. Das kann ich wiederum schedulen mit sogenannten Triggern. Also in AdWords Scripts heißt es einfach Zeitplan, in Apps Scripts heißt es wieder Trigger, der Konsistenz wegen. Das heißt, ich kann mir jeden Morgen mein Skript ausführen lassen, was mir aus Analytics meine Daten frisch ins Spreadsheet reinzieht. Ja, ich habe das Ganze nochmal zusammengetragen, gibt es auch nochmal eine Übersicht für die Metriken und Dimensionen, die ist richtig schön. Also man kann wirklich alle Einzelwerte aus Analytics sich da rausholen, ob es ein Warenkorb, Bestandteil oder sonst was ist oder eben die einfachen Daten wie Umsätze und ähnliches. Hier ist nochmal der Link zu dem Video, wie man sich dieses Teil installiert. Wer es, wie ich auch, im Moment nicht mehr in der Script-Galerie von Google findet, der kann sich dann wahrscheinlich ab Montag bei mir herunterladen. Also ich lege euch da dieses Spreadsheet hin, wo dieses App-Script schon installiert ist. Die Berechtigung ist noch ein bisschen hakelig. Kann ich jetzt euch aber leider nicht online zeigen, weil man muss da erst in die App mehrfach berechtigen, was nicht ganz intuitiv ist und was sich auch gegenüber dem Video in den letzten Monaten leider geändert hat. Google Docs. Wozu nehmen wir Google Docs? Wir waren jetzt ja eben schon mal in Google Docs, das heißt, wir haben schon mal was reingeschoben von AdWords Scripts, wir haben über Apps Scripts was reingezogen. Wir können Google Docs als sehr schön als finale Datenablage oder auch als Präsentationsschicht schon benutzen. Wir können es aber auch als Zwischenspeicher benutzen, wenn wir von mehreren Konten Daten zusammentragen oder aus mehreren Welten, also aus Analytics und AdWords. Wir können es als Datenquelle benutzen, wenn wir hier Daten abgelegt haben, als Konfigurationsfile, wenn ich mir reinschreibe, welche KPIs mich denn interessieren und so weiter. Oder auch für Berechnungen an sich. Nochmal visuell, also wir haben hier die Möglichkeit erstmal, wie ich es vorhin gemacht habe, einfach nur was wegschreiben. Wir können verteilen auf mehrere Sheets, Reports. Wir können aus mehreren Scripts in ein Spreadsheet reinschreiben. Wir können aus einem Konfigurationsfile uns Daten ziehen, die wiederum verteilen. Oder wir können aus mehreren Sheets Daten zusammenziehen und wieder gebündelt irgendwo ablegen. So, da kommt jetzt wieder ein Beispiel, was wahrscheinlich wieder nicht ganz so gut funktioniert, wie ich es eigentlich gerne hätte. Moment, das wäre jetzt hier. Machen wir das erstmal kleiner.
Ich habe hier ein kleines Skript als Beispiel, welches Folgendes macht. Im Skript selbst sind erstmal zwei Ursprungssheets konfiguriert, aus denen ich mir Daten hole. Und das Skript macht Folgendes, es sammelt diese Daten und schreibt sie in ein finales Sheet weg. Wie wir sehen, sehen wir leider nichts. Was das Skript noch macht oder machen tut, es schreibt, jetzt können wir einen Klick weitermachen. Das Skript heißt Daten sammeln, genau. Was das Skript noch macht, was ich vorhin gesagt habe, eine Berechnung, die es eigentlich selbst machen könnte, einfach mal ins Google Docs, ins Google Spreadsheet delegieren und das Ganze auch noch dann formatieren. Das heißt, ich habe es ja auch schon mit entsprechenden Platzhaltern so gebaut. Das heißt, das brauchen wir jetzt auch gar nicht auszuführen. Könnt ihr euch dann downloaden und damit arbeiten. Funktionsübersicht zu den Spreadsheets habe ich schon zum Glück vorher geöffnet. Wenn wir hier mal uns die Funktionsliste von den Spreadsheets anschauen, das sind also alles Funktionen, die ich aus den AdWords-Scripts in die Google Spreadsheets hinein ausführen kann. Und wenn man sich das mal so anschaut, da ist also wirklich alles dabei, vom Chart anlegen, Zellen formatieren, Farben setzen, Formeln, wie gesagt, setzen, Formeln eingeben irgendwo. Also man kann das Google Docs komplett fernbedienen aus AdWords heraus. Nächster Baustein, die Google Sites. Und auch da gehen wir gleich wieder in ein Beispiel rein. Google Sites ist im Prinzip ein kleines CMS, mit dem ich mir relativ schnell, also ein Website-Baukasten, mit dem ich mir ganz schnell eine Webseite zusammenbauen kann. Und wir haben hier mal ein leeres Beispiel. Ich hoffe, der Editor lädt jetzt wenigstens, weil von den Google Sites aus können wir wiederum auf unsere Google Docs zugreifen und Dinge, die wir in Google Spreadsheets, in Google Docs, sonst was hinterlegt haben, hier einfach quasi per Drag and Drop uns reinziehen, formatieren, hübsch machen und darstellen. So, das hätte ich jetzt auch gerne wieder gezeigt. Und um mal zu zeigen, wie das in hübscher Form aussehen kann, also diesen Report zusammenzustellen, das ist ungefähr eine Arbeit von einer halben Stunde, wenn überhaupt. Mal abgesehen von den Rohdaten, das heißt, ich kann mir aus verschiedenen Tabellen mein Dashboard zusammenbauen, kann Charts darstellen und wenn man sich damit ein bisschen intensiver beschäftigt, da sind auch Chart-Typen dabei, die man in Excel teilweise vermisst. Und kann hier durchaus sehr hübsche und schöne Sachen bauen. Bonustipp, das Ganze wieder mit unserer Offline-Welt verknüpfen, weil wir haben ja vorhin was mit Excel und mit Makros gemacht. Wenn ich jetzt meine Daten schön in einem Google-Spreadsheet zusammengetragen habe und das Ganze, dieses Sheet auch freigegeben habe, kann ich in Excel wiederum die Funktion aufrufen, externe Daten abrufen aus dem Web, gebe hier einfach die URL des Google Spreadsheets ein, drücke auf OK und schon zieht sich das Excel meine Google-Daten hier hinein und ich kann damit wiederum schöne Sachen machen, zum Beispiel ein Makro drüber laufen lassen, ein in den AdWords-Editor zurückimportierbares Excel generieren, mit dem ich dann zum Beispiel, keine Ahnung, die 500 des schlechtesten Anzeigentexte pausiere oder ähnliches. So, nochmal das Gesamtbild. Also was haben wir jetzt eben hier alles zusammengepuzzelt? Wir haben also unsere Einzelsysteme, AdWords, wir haben Analytics, wir haben Tracking, Bitmanagement, Drittanbietersysteme, Yahoo, Bing soll es auch noch geben. Und jetzt die Frage, wie kriegen wir das zusammen? In der Mitte setzen wir mal die Google Docs mit insbesondere den Google Spreadsheets, die mich hier interessieren, und mit den Apps Scripts. Wir haben dann noch eine Komponente, die Google AdWords Scripts. Und jetzt die Frage, wie kriegt man das Ganze, wie kommunizieren diese alle miteinander? Die AdWords Scripts können mit AdWords in beide Richtungen reden, also lesen als auch schreiben, Änderungen machen. Wir können
in Richtung der Google Spreadsheets lesen, schreiben. Wir können Daten aus Analytics uns hier herausholen oder hineinholen in diese Welt. Wir können über Fetch-URL zum Beispiel Daten aus Drittanbietersystemen uns in diese Welt hineinholen mit den Google AdWords Scripts. Wir können das Ganze wiederum in unsere Offline-Welt reinbringen, in Excel, und da beispielsweise über den AdWords Editor wieder eine Schnittstelle zurück ins AdWords bilden. Und letztendlich können wir das Ganze auf verschiedensten Wegen an den verwirrten Kampagnenmanager oder Reporting-Empfänger kommunizieren, also per Mail, per Sites, per Excel, was auch immer, der dann wiederum seine Entscheidungen in AdWords trifft. Ja. Ja. Machen wir hier mal ein Foto? Das möchte ich gerne haben. So, ich habe das Ganze jetzt am Reporting aufgezogen, weil das eben so ein täglicher Nervfaktor einfach war bei mir. Jetzt eben, wie gesagt, innerhalb von einer Minute nicht mehr. Jetzt kann man dieses Prinzipien ja auf tausende andere Dinge wiederum ausrollen und auch hier mal wieder ein paar Ideen, was wir da noch alles so machen können. Also wir können uns gerade für neue Kampagnen zum Beispiel so einen untertägigen Überblick machen. Das heißt, die Scripts holen sich dann eben jede Stunde die Daten und ich kann es mir anschauen. Ich kann Top Mover, also größere Veränderungen, analysieren damit. Ich kann Kampagnen monitoren, die über oder am Tagesbudget laufen und da agieren. Ich könnte Negativ-Keywords abgleichen über Konten hinweg. Ich könnte Qualitätsfaktoranalysen, Tracking machen, wenn ich größere Änderungen gemacht habe. Ich kann Bid-Management machen, indem ich verschiedene Zeiträume übereinander lege, oder Bid-Management, indem ich verschiedene Datenquellen, zum Beispiel mein echtes Multi-Channel-Tracking, mit in die Analysen einbeziehe. Ich könnte Kampagneneinstellungen überwachen, dass die immer in meinem Muster laufen und nicht irgendwo aus Versehen, keine Ahnung, mobile mitläuft, obwohl es nicht soll. Ich könnte Forecasts machen und. So, und jetzt die spannende Frage, wozu sollten wir uns denn mit dem Ganzen beschäftigen, weil wir sind ja nicht alle Programmierer und ja, die einfache Antwort ist, fünf Minuten am Tag sind zwei Manntage im Jahr. Das heißt, wenn ich mich jetzt hinsetze, mir einen Tag lang Gedanken mache, was ich mir alles mal wegschaffen könnte und dann vielleicht noch einen Programmierer einen Tag beschäftige, damit mir so ein paar Scripts zu bauen, dann hat sich das gelohnt. Und zudem habe ich weniger abstumpfende Arbeiten, weniger eintönige Arbeiten, ich mache weniger Fehler dadurch und ich habe vor allen Dingen immer mehr Zeit, um mich um strategische, wichtige Dinge zu kümmern, um die neuesten Features der letzten 4 Wochen von Google auszuprobieren, um ja, die neuesten Artikel von PPC Hero zu lesen, SEMFM-Podcast zu hören und. Und mein letzter Tipp, baut keine blind fliegenden Autopiloten. SEA ist und bleibt Handarbeit, aber viele Dinge lassen sich erleichtern, automatisieren. Lasst euch Arbeit abnehmen, aber nie das Denken. Dankeschön. Fragen? Wenn nur mit Mikro. Wo ist denn Andreas? Ah. Hat keiner Fragen? Da hinten ist jemand. Ja, habe ich. Ist noch sehr limitiert. Und die Funktionalität, okay, man kann zwischen verschiedenen Accounts umher switchen. Das ist schon mal eine nette Sache, ja. Aber auf 10 Konten ist es im Moment noch limitiert. Ne? Also ich kann auch kein großes MCC damit mit einem Schlag abfrühstücken, aber
es ist auf jeden Fall schon mal eine Hilfe und ein Anfang. Und es wird ja noch dran gearbeitet. In Excel gibt es ja wirklich drei Funktionen, die braucht fast jeder. Tagtäglich Werte einfügen, Autofilter und Fenster fixieren. Jetzt als kleiner Tipp vielleicht am Rande, wer jetzt kein Makro machen möchte und jetzt keine Tastenkürzel mag, das kann man auch über die Schnellstartleiste reinsetzen, alle Befehle. Also nur ein Mausklick sozusagen. Hm. Noch Fragen? Nein, nicht. Wie viele Eiffel-Skripts hast du wirklich so in aktiver Anwendung? Pro Konto würde ich sagen 2 bis 3, kommt drauf an. Also auf jeden Fall das Reporting, Watchdog, also Überwachung von Besonderheiten und individuelle Sachen. Ob es jetzt irgendwelche Ad-Params sind oder ähnliche Dinge. Hast du uns alle platt gemacht? Gut, dann. Okay, ab dann in die Pause. Bitte sagen, vielen Dank. Toller Vortrag. Danke.